Mein Name ist Velko und ich betreibe eine Kaffeerösterei auf St. Pauli. Vor 13 Jahren bin ich nach Hamburg gekommen, weil ich als Fotograf arbeiten wollte. Nachdem ich dann jahrelang für verschiedene Magazine und Kunden gearbeitet habe, wollte ich mir ein zweites Standbein aufbauen und habe mich fürs Kaffeerösten entschieden. Wenn morgens ein bisschen Zeit ist, versuche ich noch vor der Arbeit an den Hafen zu fahren, wo ich in Ruhe meinen ersten Kaffee trinken kann. Ich genieße es, morgens an der Elbe zu sitzen und die Schiffe zu beobachten, die gerade einfahren. Musik 2018 habe ich dann übers Internet diesen Laden gefunden. Mit der Öffnung haben wir einen Ort erschaffen, an dem Leute zusammenkommen, sich gemeinsam hinsetzen, Kaffee trinken und einfach eine gute Zeit haben. Unseren Kaffee beziehen wir von kleinen Farmen, zum Beispiel aus Guatemala oder Äthiopien. Da besteht für uns die langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit mit den Farmern, den Importeuren und Zulieferern im Vordergrund. Wichtig ist, wie wir den Kaffee rösten, damit er seine eigene Note erhält. Durch das Zusammenspiel von Hitze und Zeit entsteht unsere ganz eigene Handschrift. Von Anfang an war mein Freund Matze fester Bestandteil von Playground. Im Moment rösten wir im Monat etwas über eine Tonne Kaffee. Nach dem Rösten verpacken wir unseren Kaffee. Ein Teil davon geht ins eigene Café, der Rest wird an unsere Kunden verschickt oder wir beliefern andere Cafés und Büros in Hamburg. Playground Café zeichnet sich dadurch aus, dass wir heller rösten, also eine sehr moderne Röstung machen, bei der wir die Aromen erhalten. Den Kaffee in Hamburg mit dem Auto auszuliefern gestaltet sich manchmal sehr schwer. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den Kaffee mit dem Lastenrad auszuliefern. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern macht auch sehr viel Spaß. Ich habe festgestellt, dass auch das Lastenrad Menschen zusammenbringt. Seitdem es vor dem Laden steht, gibt es immer mehr Gespräche darüber. Bei unseren Kaffees ist mir auch die Verpackung sehr wichtig. Dadurch arbeiten wir mit verschiedenen Grafikern zusammen und toben uns richtig aus. Wir haben ganz unterschiedliche Kunden. Manche kommen auf einen Kaffee und einen kurzen Schnack vorbei, aber manche setzen sich auch in Ruhe hin und arbeiten länger am Laptop. Ich finde es spannend, mit vielen verschiedenen Menschen zusammenzukommen und mir ihre Geschichten anzuhören. Ich genieße es total, wenn ich da sitze und sehe, wie sich neue Netzwerke spinnen. Wenn ich den Laden zumache, fahre ich gern raus aus der Stadt. Wo tagsüber Platz für Kaffee ist, ist abends Platz für Fredo. Wir lieben beide die Natur und die Bewegung und draußen außerhalb der Stadt zur Ruhe zu kommen.